Hallo, liebe Geschwister, erneut ich. Und wir wollen heute das fünfte Kapitel abschließen und damit auch diese erste längere Rede des Jesus. So, ich lese heute aus Johannes Kapitel 5 die Verse 41 bis 47. Ich bin nicht darauf aus, dass Menschen mir Herrlichkeit zugestehen. Außerdem habe ich euch durchschaut. Ihr habt keine Liebe zu Gott in euch. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Wenn aber irgendjemand anderes in seinen eigenen Namen kommt, den nehmt ihr auf. Wie könnt ihr denn zum Glauben kommen? Es geht euch doch nur darum, dass einer dem anderen Herrlichkeit zugesteht. Aber nach der Herrlichkeit, die der einzige Gott schenkt, strebt ihr nicht. Ihr braucht nicht zu denken, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Es ist vielmehr Mose, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben. Wenn ihr schon seinen Schriften nicht glaubt, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Jesus macht es sehr deutlich, es geht ihm nicht um menschliche Ehre oder dass Menschen ihm Herrlichkeit zugestehen oder ihn daran messen. Es geht ihm nicht um irdisches Lob. Es geht ihm nicht darum, den Menschen zu gefallen. Denn wer diese Herrlichkeit, diese Ehre von Menschen sucht, der wird von ihnen abhängig. Der wird von ihnen gefangen. Diese Anerkennung suchen, dieses auf für den anderen ja, so zu reden, dass sie einen mögen, ist eine der größten Fallen unserer Zeit. Und sie bringt uns eigentlich dazu, dass wir uns selbst und Gott vergessen. Jesus sagt sehr deutlich, ich suche diese Anerkennung nicht. Aber eins ist mir aufgefallen. Etwas, was entscheidend ist, nämlich, euch fehlt die Liebe zu Gott. Das ist ein Hammer. Er sagt seinen Glaubensbrüdern, die da vor ihm stehen, euch fehlt die Liebe zu Gott. Das, was eigentlich das Judentum ausmacht, das, was im Grundbekenntnis, dem Schema Israel, so entscheidend ist, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das wischt er mit einmal weg und sagt, genau das ist es, was euch fehlt. Das sollen die Führer sein, die Geistigen. Ohne diese Liebe Gottes ist es kein Wunder, dass sie Jesus nicht erkennen. Da können sie noch so viele fromme Spiele spielen. Da können sie noch so viele Traditionen erhalten. Ohne diese Verbindung, ohne diese Liebe, werden sie auch die Liebe Gottes nicht finden. Das ist schon deutlich. Und auch eine Anfrage an uns heute, an unsere Gemeinden, an jeden von uns. Wie ist das mit deiner Gottesbeziehung? Wenn du da sagst, ich glaube an Gott, aber Jesus brauche ich nicht. Oder du sagst, Jesus ist mir nah, aber Gott brauche ich nicht. Funktioniert alles nicht, egal wie man es dreht. Stimmt etwas mit der Liebe nicht? Also ein Herzproblem, ein Herzproblem.
daran kranken viele Menschen heute, an diesem Herzproblem. Ihr habt keine Liebe. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Nächster Schritt. Klar, sie lehnen ihn ab, weil sie den Vater nicht kennen. Und damit können sie auch nicht akzeptieren, dass er im Namen des Vaters kommt. Wenn sie sich einen eigenen Gott sozusagen geschnitzt haben oder gebildet haben, sie machen ja keine Bilder, aber sie haben sich im Kopf festgelegt. Und wenn Gott dann doch noch größer und anders ist, und das ist das eine, es zu sagen, und das andere, es an sein Herz zu lassen und davon zu leben. Er sagt, ich bin vom Vater gesandt und ihr nehmt mich nicht auf. Wen eigentlich straft ihr da? Beziehungsweise wen missachtet ihr eigentlich? Doch Gott. Und ich sage euch, dass ich in seinem Namen auch unterwegs bin und andere haben es euch auch gesagt, denkt an die vier Zeugen. Aber es werden andere kommen, die kommen in ihren eigenen Namen und sonnen sich. Und ihr werdet sie sehr wohl aufnehmen. Ihr werdet ihnen zujubeln, ihr werdet ihnen das Heil entgegenschreien. Und wir hatten so große Volksverführung, die eben nicht im Namen Gottes kamen. Die eine gerechtere Welt bauen wollten und haben sie im Blut getaucht. Die sich über andere erheben wollten, ein Platz an der Sonne für alle. Und am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und hatten am Schluss ihr eigenes Land und die halbe Welt in Trümmer gelegt. Aber denen folgen sie. Interessanterweise die alten Kirchenväter, aber auch durchaus einige Theologen des letzten Jahrhunderts, haben sehr deutlich gemacht, da kommt auch am Ende einer in der Endzeit, der größte Verblender sein wird. Der seinen Namen ganz groß als Messias herausstellt, diese unterschiedlichen Messiasse, die eigentlich aber nie was Gutes gebracht haben. Die letztlich dann das Volk Israel im jüdischen Krieg dann ihr Jerusalem in Trümmer lag und die Tempel weg und sie verbannt wurden. Im Bar Kochba-Aufstand 136 schließlich dann ganz aus Israel vertrieben wurden, weil da der Sternensohn als Messias bejubelt worden und der bekannte Rabbi Akiba bis zum Märtyrertod zu ihm gehalten hat und er dann an einen Schlangenbiss stirbt, dieser Sternensohn Bar Kochba. Aber da laufen sie hinterher. Aber der wirklich vom Himmel kommt, sind sie blind. Oder haben ihr Herz verstockt. So wird es sein bis zum Ende der Zeit, dass man dem Menschen hinterherläuft und jubelt, ob einer Greta Thunberg oder anderen Verführern. Menschen werden auf den Sockel gehoben, ganz hoch. Und Gott und sein Sohn, die brauchen wir nicht mehr. Wir sind doch so modern. Ja, er bringt es sehr deutlich. Wie könnt ihr dann zum Glauben kommen? Es geht euch doch nur darum, die Herrlichkeit der anderen zu bekommen und sich zu gestehen. Also dieses Spielchen, ich ehre dich, du ehrst mich und dieses Hin und Her, wo es eigentlich immer nur um das menschliche Geltungsbedürfnis geht.
Aber Gott befriedigt nicht unsere Wünsche. Wer Gott begegnen will, muss sich eben selbst zurücknehmen. Mehr noch, muss ich eigentlich fast selbst aufgeben. Die Begegnung mit Gott kommt daher, dass ich ihm Raum schaffe. Nicht nur einfach aufs Sofa setze irgendwo und dann nach einer Stunde darf er wieder gehen, sondern dass ich ihm in meinem ganzen Leben die erste Stellung einräume und auf ihn sehe und ihm gehorche. Das ist das Entscheidende. Aber nach der Herrlichkeit des einzigen Gottes sucht ihr nicht. Ja, es ist ein hartes Zeugnis. Er schaut diesen Menschen ins Herz, so wie er uns auch heute ins Herz schaut und sagt, ihr sucht nach so vielen Dingen, ihr macht euch an so vielen Sachen fest, aber das Entscheidende, die Herrlichkeit Gottes, das verpasst ihr. Ihr engagiert euch an so vielen Orten, für so viele Sachen. Aber ist das das, was Gott euch jetzt wirklich aufs Herz gelegt hat? Oder ist es das, wo ihr euch selbst bestätigt fühlt? Prüfe und entdecke. Dann ein Wort. Ihr braucht nicht zu denken, dass ich euch vom Vater verklagen werde. Jesus ist an keiner Stelle der Ankläger. Diese Rolle gebührt einem anderen. Es ist eher Satan, der anklagt. Jesus ringt um die Menschen, will ihnen die Augen öffnen, möchte ihnen die Herzen öffnen, möchte, dass sie umkehren, dass sie glauben lernen, dass sie entdecken, dass sie auf dem Holzweg sind. Das ist das, was ihm am Herzen liegt. Er ist nie der Ankläger. Er wird der Richter sein, aber nicht der Ankläger für die Menschen. Er ist der Retter und dann am Ende der Richter. Anklagen tun die anderen. Und er sagt, nein, Mose wird euch anklagen. Warum ausgerechnet Mose? Weil Mose hat auch auf mich gedeutet. Schon im ersten Buch Mose haben wir durchaus den Hinweis im dritten Kapitel, dass die Schlange den Menschensohn in die Ferse stechen wird, aber der Menschensohn wird ihr den Kopf zertreten. Da ist dieses Überwinden des Übels, des Bösen gemeint. Aber es hat seinen Preis. Er wird sterben dafür. Und so gibt es einige Stellen, schon bei Mose, und er sagt sehr deutlich, weil ihr nicht nach diesen Worten lebt, auf die ihr ja so viel Wert legt. Weil ihr euch von diesen Worten nicht leiten könnt, deswegen wird Mose über euch richten. Und zwar anhand der Schriften. Und wenn ihr seinen Worten nicht glaubt, und damit steht eigentlich auch den Worten der Propheten und so weiter, die alle auch auf mich hinweisen, auf die Psalmworte. Wenn ihr seinen Worten nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Wie kann ich erwarten, dass ihr mir glaubt? Eigentlich erschreckend, wie klar Jesus schon sieht, dass eigentlich vieles, was er aus Liebe zu den Menschen bringt, um sie zu werben, auf taube Ohren fällt und auf harte Herzen. Wenn sie schon ihre eigene Schrift, in der sie zu Hause sind, die sie eigentlich kennen müssten, nicht verstehen, wie sollen sie dann ihn überhaupt verstehen können? Und
wieder ist es auch eine Anfrage an uns, wenn wir uns in den Schriften, in der Bibel nicht auskennen, wenn wir uns nicht zu Hause darin fühlen, wie schnell lassen wir uns dann täuschen? Wie schnell lassen wir uns dann abbringen? Es gibt so viele Kommentare, es gibt so viel drumherum, aber das Entscheidende steckt doch direkt im Wort. Und Gott zeigt uns und öffnet uns dieses Wort und lässt es für uns leuchten. Und manchmal gebraucht er auch Menschen wie mich. Ob ich in allem Recht habe, weiß ich nicht. Will ich auch nicht in Anspruch nehmen unbedingt. Ich bringe das, was ich daraus erkenne. Und lade sie ein, das zu prüfen. Kritisch zu prüfen. Und sich ihre eigene Meinung zu bilden, aber vor allem dieses Wort mit dem Herzen zu lesen. Damit wir Christus ähnlicher werden. Möge der Herr uns das schenken. Himmlischer Vater, danke für dein Wort und danke für die Nähe von Christus. Auf ihn können wir sehen, auf ihn können wir hören und an ihm können wir uns ausrichten. Das tut gut. So müssen wir nicht alles neu erfinden und selber uns fantasievoll irgendwie zusammenstückeln, sondern wir können einfach in seine Fußstapfen treten. Wir können auf ihn sehen und dann handeln. Herr, schenke uns dieses Zutrauen, die Kraft, den Mut, schenke uns die Geduld, schenke uns ein offenes Herz, dass das Wort nicht nur zu den Ohren reingeht und auf der anderen Seite wieder raus, sondern dass es uns ins Herz hineinkommt und du darin wächst, größer wirst und wir selbst uns mehr und mehr zurücknehmen können, damit du wirken kannst durch uns in diese Welt. Amen. Und das wünsche ich uns, dass wir uns von Gott führen und leiten lassen und so als Hoffnungszeichen der Liebe Gottes heute unterwegs sind. Einen gesegneten Tag.